Freien Geister und der Alexanderplatz mal wieder unterwegs. In meine Hut. Heute ist mal in meiner Hut was los. Da, wo wir uns kennen. Genau. Immer Lichtenberg ist bunt. Lichtenberg ist bunt, ist da hinten irgendwo. Die bauen da hinten irgendwo auf. Im Moment haben wir gesehen, die 23er-Hundertschaft ist komplett hier, die 31er ist komplett hier. Die 31er ist, hat den komplett den Bahnhof umstellt da hinten. Zugangskontrollen sind schon gemacht worden. Mal gucken, wo Lichtenberg ist bunt ist. Hier ist auf jeden Fall nachher der Herr Curio, der wird hier sprechen von der AfD. Über das, was sie hier in unserem Bezirk, in meinem Bezirk vorhaben. Über die neuen Standorte mit den schönen Flüchtlingsheimen, die sie hier hochziehen wollen. Das Erste, was wir ja alle wissen. Weißenseer Weg, Landsberger Allee mit dem großen Hotel, was zum Ende des Jahres gekündigt wurde, wo auf eben mal 1200 reinkommen. Dann da hinten noch sollen auch zwei entstehen. Das ist meine Heimat, wo ich wohne. Mal gucken, was hier passiert. Hier ist das Lin-Center. Das Lin-Center ist voll mit Polizei und mit Zivis. Die erwarten wohl hier größere. Mal gucken. Ja, ist der erste Eindruck. Bühne wird aufgebaut, um 18 Uhr soll losgehen. Mal gucken, wo Lichtenberg ist bunt ist. Schauen wir mal, wo die sich hier rumtollen. Ja, man möchte sich dagegen äußern. Es ist relativ einfach, eine Kundgebung anzumelden. Man muss nicht mit Rechtsextremisten, mit Rechtspopulisten und so weiter gemeinsame Sache machen und hinterher laufen. So, dann sind wir hier auf der anderen Seite. Und hier stehen die wirklich. Aber hier sind sie nicht so in den Gittern eingesperrt. Also hier ist die andere Seite im Lin-Center. Hier sind keine Gitter. Und hier ist jetzt das bunte Lichtenberg, ja? Ist nicht euer Ernst. Ha. Komisch. Ist schon komisch, was so in den Stadtbezirken los ist. Aber gut. Jeder hat sein Recht auf freie Meinungsäußerung. So. Und hier sind wir wieder beim Käfig. Also alt abgesperrt mit Hamburger Gittern, eine Wanne vor, die 23er. Der kleine Eingang und wirklich abgesperrt. AfD-Veranstaltung. Mal gucken, was gesagt wird. Dass sie immer dann sagen, nach diesen Terroranschlägen, ja, wir lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen. Sie lassen sie uns sehr wohl leben. Jetzt in Hamburg wurde ein Stadtfest, auch noch ein jüdisches Stadtfest, abgesagt, weil man meint, man kann die Sicherheit nicht mehr garantieren. Sie ziehen den Schwanz ein vor dem Terror. Im Zweifelsfall schränken sie unsere Bürger ein. Sie schränken die Feste ein. Sie sagen die Feste ab, so wie in Solingen. Das heißt, die Reaktion ist nicht etwa, die Deutschen besser zu schützen, sondern sie ziehen sich zurück. Wir sollen uns zurückziehen auf den öffentlichen Raum, weil sie den öffentlichen Raum nicht mehr in der Lage sind zu schützen, weil sie immer weitere Migranten hierher transportieren, so wie jetzt weit über 1000 hier um die Ecke in Lichtenberg. Das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Haben nichts gelernt, nichts aus Innerkirchberg, aus Würzburg, aus Göttingenhausen, aus Mannheim, aus Solingen, aus dieser Blutspur, die sich durch die Republik zieht. Schon wieder sollen und gleich in tausender Stärke neue illegale Migranten hier bei Ihnen einfach in die Straße gesetzt werden. Nach dem, was jetzt gerade passiert ist, wagen Sie es einfach wieder weiterzumachen. Völlig unbekümmert darum, dass die Bevölkerung davon genug hat, dass die Bevölkerung das nicht mehr will. Deshalb müssen wir ein starkes Zeichen setzen. Es ist genug. Es muss Schluss sein. Keine neuen Migranten mehr nach Lichtenberg, meine Damen und Herren. Das hat es weder unter einer Bürgermeisterin Christina Emlich, weder unter einem Bürgermeister Andreas Geise, einer Bürgermeisterin an Flucht Montero und dann nie gegeben. Sondern hier wurde geguckt, was ist möglich und was sagt unsere menschliche Koordinatensystem, wie man diese Menschen empfangen und unterstützen kann. Und da macht mir es heute ziemlich gut, dass wir uns noch Menschen gibt hier in Hohenschönhausen und nicht mehr und das Ehe führen. Und das sollten wir nicht nur laut hinaustragen, sondern nicht nur bei dieser Demo lassen, sondern stärker in der Bezirksverordnetenversammlung einfordern, stärker im Abgeordnetenhaus einfordern. Wir müssen endlich mal definieren, was brauchen wir an sozialer Infrastruktur, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, weiter auch unterstützen können. Und das bedeutet auch,
dass die Vertreterin bei der Bezirksleitung das auch so sehen, auch unterstützt werden. Ob das Friedrich Psychologe ist, ob das Camilla Schuler oder die Vertreterin der SPD ist. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, heute zusammenzukommen, aber auch am heutigen Tag sich zu verabreden, dass wir jetzt weitermachen und für ein solidarisches Miteinander auch einstehen. Und lass mich zum Abschluss noch etwas sagen. Es ist nicht nur die AfD, die mir Sorgen macht. Die macht mir auch Sorgen. Es sind aber inzwischen mehr Wettlauf der Positionierung, wo man sich überlegt, wer hier gerade wächst, die AfD und da heute nochmal, ich entschuldige mich nicht mit weiter. Ich finde es unerträglich, dass vorgestern die BSG mit einem Punkteprogramm gekommen ist, ein 6-Punkte-Programm, die hier Menschen aus diesem Land getrieben werden. Nein! Die haben gleich angefangen als Altpartei. Das Erste, was das BSW geleistet hat, sind Brandmauern hochzuziehen gegen die einzige Partei, die die Missstände beim Namen nennt, gegen die AfD. Das BSW ist in Wirklichkeit das Bündnis so weiter, das braucht niemand, das braucht niemand in Deutschland, das braucht niemand in Berlin, das braucht niemand in Lichtenberg, meine Damen und Herren. Das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen hat entschieden, der Bürgerkrieg in Syrien ist bis auf eine kleine Ecke im Nordwesten aus. Das heißt, der Schutzstaat, den wir normalerweise bekommen, die Syrer, das sind ja nicht persönlich verfolgt, die wir haben wollen, weil ja gesagt wurde, dass das ein Bürgerkriegsland so gefährdet, das heißt ein subsidiärer Schutz. Das Gericht hat gesagt, Feierabend ist nicht mehr, das ist aus. Wissen Sie, wie viele Syrer wir in Deutschland haben? 1 Million. Dann möchte ich jetzt mal, dass dieses Urteil umgesetzt wird. Dann wird Deutschland auch wieder sicherer, meine Damen und Herren.